Der Begriff Wert kann unterschiedliche Bedeutung haben. Manchmal bedeutet Wert so viel wie wichtig. Was uns wichtig ist, das hat für uns einen hohen Wert. Zum Beispiel ist Gesundheit für die meisten Menschen sehr wichtig, also hat Gesundheit einen hohen Wert. Wert kann aber auch bedeuten, wie viel etwas kostet. Ein neues Handy zum Beispiel ist teurer als ein altes, also hat das neue Handy einen höheren Wert. Der Wert ist auch davon abhängig, wann und wo ich etwas brauche. So sind warme Schuhe im Winter für mich mehr wert als im Sommer. Etwas, das selten ist, hat oft einen höheren Wert. Etwas, das viele Menschen wollen und dadurch knapp wird, hat auch einen höheren Wert. Denkt nur an die Masken oder Impfungen während der Corona-Zeit. Wenn man Gold und Diamanten selten findet, sind sie wertvoll. In der Philosophie streiten sich die Gelehrten schon seit langem darüber, was Wert eigentlich bedeutet. Manche meinen, dass es objektive Werte gibt, die für alle Menschen gleich sind. Zum Beispiel könnte man sagen, dass Freiheit und Gerechtigkeit objektive Werte sind, die für jeden Menschen wichtig sein sollten. Andere meinen hingegen, dass alle Werte subjektiv sind, das heißt, dass sie von jedem Menschen anders empfunden werden. Was für einen Menschen einen hohen Wert hat, muss für einen anderen Menschen nicht wichtig sein. Der Wert von etwas ist wie ein Preisschild, das uns sagt, wie wichtig oder nützlich etwas für uns ist. Es gibt verschiedene Arten von Werten. Den Gebrauchswert. Dieser zeigt uns, wie nützlich etwas für uns ist. Schokolade hat einen hohen Gebrauchswert, weil sie uns Energie und Freude bereitet. Ein Buch kann einen hohen Gebrauchswert haben, weil es uns Wissen und Unterhaltung bietet. Tauschwert. Dieser Wert zeigt uns, wie viel etwas wert ist, wenn wir es gegen etwas anderes tauschen möchten. Ein Euro zum Beispiel hat einen bestimmten Tauschwert, weil wir ihn gegen andere Dinge wie Brot tauschen können. Ästhetischer Wert. Dieser Wert zeigt uns, wie schön etwas für uns ist. Ein Kunstwerk kann einen hohen ästhetischen Wert haben, weil es uns berührt und uns zum Nachdenken anregt. Moralischer Wert. Dieser Wert zeigt uns, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Ehrlichkeit und Fairness haben zum Beispiel einen hohen moralischen Wert, weil sie uns helfen, gut miteinander umzugehen. Wichtig ist, dass Wert nicht immer etwas Festes ist. Was für den einen Menschen einen hohen Wert hat, muss für den anderen nicht so wichtig sein. Das liegt daran, dass unsere Werte von unseren Erfahrungen, unseren Bedürfnissen und unseren Überzeugungen abhängen. Glaubst du, dass sich Werte im Laufe der Zeit ändern können? Ja. Werte können sich durch Erfahrungen und neue Erkenntnisse ändern. Das ist Teil unserer persönlichen Entwicklung. Aber verlieren wir dann nicht unsere Identität, wenn unsere Werte sich ständig ändern? Unsere Werte formen unsere Identität, aber Anpassung und Wachstum sind Teil des Lebens. Es zeigt, dass wir uns weiterentwickeln. Was ist für dich wertvoll? Was ist dein wertvollster Besitz? Welchen wertvollen Gegenstand würdest du gern besitzen? Gibt es etwas, was für dich wertvoll ist, aber für jemand anderen kaum Wert hat?